Auf los geht's los. Hallo YouTube, hallo Leute. Black Forest Poker ist zurück, euer Kanal für RFID Home Games. Wir zeigen euch heute das verlorene Replay, so nenne ich es mal, Episode 2 aus der Staffel 2 von vor 3 oder 4 Wochen. Zusammen mit Kevin moderieren wir das nach und ich starte direkt mal das Replay und sage hallo an Kevin. Hallo Holger. Hallo YouTube. Hallo YouTube, hallo Welt. So, man hört dich und man sieht dich. Kevin dealt die Session. Völlig verwirrend jetzt, wieder ihn im Replay zu hören und dann auch zu sehen, aber wir kriegen das, glaube ich, hin. Ja, ich erkläre mal ganz kurz, was passiert ist. Wir haben ja die Session gespielt. Ich weiß gar nicht mehr, weißt du noch, wann das war, Kevin? Es muss Anfang Januar gewesen sein, oder? Anfang Januar, ja, schon relativ lange her. Da ist uns während der Session der PC explodiert, beziehungsweise das Netzteil abgeraucht und wir haben nur das Tisch-Replay gespeichert oder sichern können, haben es aber noch nicht hochgeladen und wollen jetzt die Gelegenheit nutzen, das Ganze nachzukommentieren und dann auf YouTube hochzuladen, damit das natürlich alle noch angucken können. Genau. War auf alle Fälle eine coole Runde. Endlich mal wieder eine Runde mit Omega-Matze und Manolito, die seit Ewigkeiten mal wieder mitgespielt haben. Sieht man hier auf Seed 4 und 5. Und natürlich Kevin als Dealer. Natürlich auch immer Weltklasse. Unser Speed-Dealer. Und natürlich auch Carlos am Table. Table Talk müsst ihr machen für den Dealer. Cash and Bar. Cash and Bar, stimmt. Dadurch, dass du gedealt hast und die Eingabe gemacht hast, war natürlich ein Seed frei. Den konnte Carlos direkt nutzen. Bin ich mal gespannt. Ich weiß gar nicht mehr, wie der abgeschnitten hat in der Session. Die erste Hand haben wir jetzt gerade mal kurz so ein bisschen verpasst. Die hat der Knut gewonnen, auch am Tisch. Fischi haben wir noch, Baumeister sehe ich da hinten und Klausowitsch. Top Lineup auf jeden Fall. Ah, Vize war auch noch am Table. Guck mal, Vize kommt auch noch ums Eck. Dann schauen wir mal, was die zusammenspielen heute. Beziehungsweise, was du auch zusammen dealst oder gedealt hast. Ja, die ersten Hände waren, glaube ich, wieder ein bisschen holprig. Stand 4-1 und dann nur so, Frankfurt. Pokertechnisch oder dealtechnisch? Dealtechnisch und eingabetechnisch. Man braucht immer wieder rein, um reinzukommen. Aber verlernt habe ich es nicht. Guck mal hier. Mhm. Hast du ja sogar extra ein Hemd angezogen. Und Klaus sogar eine gute Hand gegeben. Mhm. Damit noch was wird, habe ich dem Pizza auch noch eine gute Hand gegeben. Ah, sehr gut. Das in der zweiten Hand. Okay, Knuten Baumeister mit Doppelstraddle und Klaus steigt gleich ein. Und jetzt ist der Vize dran. Der hat auch schon erhöht. 4,50. Der Rest des Tisches foldet und Klaus ging all in. Ah, okay, Carlos ist einfach. Du bist hinten dran mit der Eingabe, deswegen. Alles klar. Das also war so schnell. Action. Ja, ja. 3-Bet all in und Call. Die anderen ja, Klaus Hände waren nicht lang, halt, ja. Ja, die anderen Hände waren auch absolute No-Brainer. Und letzten Endes, ich glaube, beim Klaus, der denkt sich halt auch so eine Lage, was soll ich jetzt da lang rummachen? Ich bringe es rein und guck mir an, was der Vize da hat. Ja, zweite Hand sowieso. Ist ja eigentlich eher so bei allen immer so erster Orbit. Ja. Wird auch noch kurz verhandelt, ob mehrfach gedealt wird. Aber die Vize hat gefragt, ob er so. Ja, genau, Vize hat gefragt, willst du zweimal spielen, Klaus? Oder so? Nein. Nein. Ja, der wusste schon, dass ein König kommt wahrscheinlich. Kommt dafür noch ein Herz. Klaus, ist nicht einfach. Und ein Flush-Tor für den Vize. Der brickt. Easy Game. Ja, cool, okay. Guter Einstieg für Klaus hier in die Session. Tue ich dann einfach, wenn du gleich eine gute Hand kriegst am Anfang, dankbar da reinzustellen. Und auch gut, dass Vize jetzt als Verlierer quasi eingeblendet wird in der Zwischensequenz. Ja, nochmal so der extra Pain. Genau, also das ist auch was für unsere zukünftigen Streams, was ich als Technikbeauftragter nochmal anpassen muss, sind diese Zwischensequenzen, dass man da entweder den Gewinner richtig einblendet oder so eine Paincam vielleicht hat, wenn den Pot verloren hat, das wäre noch cool. Ja. Da mal ganz kurz das Line-Up gesehen, das wird ganz kurz eingeblendet.
Ja, das auch. Schreibe ich mal auf die Liste. Das ist eine Funktion. Okay, da haben wir Cashen Bar. Dreifach Straddle. Ja. Also der scheint sich auch was vorgenommen zu haben für die Session. Ich habe die ganzen Hände schon nicht mehr parat mental. Von daher sind die auch relativ neu für mich jetzt gerade aktuell. Ich habe mich nur an diese Ass-König gegen Damenhand irgendwie erinnert. Und dann noch eine Hand. Ja. Hohe Straddle sind also deine Lieblingshände. Also wirklich viel Straddle. Ah ja. Genau, da haben wir es. Dreifach Straddle von Cashen Bar und Fischi mit König 10. Nur mit dem Call wieder hier. Baumeister fällt auch auf. Fischi hat eine Historie mit mehrfach Straddeln. Irgendwie schafft das da nie so richtig zu raisen oder rüber zu kriegen. Da wäre König 10 nicht prädestiniert, das reinzustellen. Und Kardos fackelt ja auch nicht lang mit seinen Dreiern. Und so direkt steht er da. Den Applaus vom Knut. So spielt der Kardos. Genau. Jetzt steht der Fischi wieder da mit der Entscheidung. König 10 off. Mhm. Ja. Bisschen selbstverschuldet natürlich. Ja, wieder, also, das sind jetzt mehrere Faktoren, also auf der einen Seite jetzt im Small Blind, also schlechte Position, nach dem, wenn es zum Flop geht. Die Hand selber jetzt auch nicht so stark, auch wenn es jetzt beide Karten Broadway sind. Und dann auch noch Carlos im Dreifach-Straddle zu übersehen, sage ich jetzt mal, oder nicht, oder zu ignorieren, bin ich jetzt da tatsächlich mehrere Dinge gleichzeitig nicht optimal eingeschätzt, würde ich jetzt mal sagen. Ja, das kann man, glaube ich, genau so kann man das sagen. Ja. Vor allem hat er dann effektiv bei einem Dreifachstraddle nur 8 Blinds oder 8,5 Blinds. Also ja, entweder folgen oder halt reinstellen, aber dann wieder der Call. Ja. Bringt sich halt nur in ungute Situationen. Ja. Ich meine, es ist allein schon, es ist schwierig, ein Paar zu treffen am Flop. Und was machst du dann, wenn du mit König hoch 10 Kicker dann dastehst am Flop und triffst nichts? Wenn es jetzt zum Beispiel, wenn der Carlos jetzt nur checkt, kannst du auch nicht weiterspielen. Dann musst du auch wieder, musst du dann checken und dann musst du hoffen, dass es durchgecheckt wird, dass du vielleicht dann was triffst. Ja, allerdings. Dann weißt du immer noch nicht, ob du vorne bist. Ja. Weil Carlos könnte ja alles haben, könnte ja 10, 5 haben und Flop ist irgendwie eine 5 mit drin und kriegt einen 10 am Turn, hat er schon 2 Pair. Und du hast Top Pair und denkst bis vorne. Ist alles ungut. Alles ungut. Aber jetzt hat er die nächste Gelegenheit, Doppelstraddle von Cashen Bar wieder und diesmal raised der Fischi am Button. Mhm. Aus besserer Hand und kriegt aber deutlich 3 besser. Caller. Ja. Ja, kriegt 3 Caller von 3 Händen, die man jetzt auch callen kann. Das ist natürlich ein cooler Flop. Knut hier mit dem stark. Ja. Ja. Fischi mit dem Gutshot und Nutbush Draw. Cashen Bar mit dem Top her. Und selber sieht es nicht, weil es genau 3,50. War gespannt. Oh, Knut gleich von vorne hier mit der Donkbet. Finde ich gut, aber könnte auch größer sein. Cashen Bar entsorgt sofort sein Top her. Auch interessant. All in und call. Ich glaube, ein bisschen mehr immer. Ja, die Hand spielt sich von selbst, würde ich sagen. Spieler zeigt. Ass 10. Ja, nachdem der Cashen Bar foldet schon, ne? Und, ja, nachdem der Cashen Bar foldet, ja. Wenn, ja. Wobei auch dann ist eigentlich Ass 10 Karo viel zu stark, um dann zu folden. Ja, stimmt wohl auch wieder. Und das Set auch. Nice Hand, ja. So spielt man Poker, Karl. So spielt man Poker. Eine Momentaufnahme. Ja, da ging er. Hat er das gesagt? Das weiß ich gar nicht mehr, ob ich das gesagt habe. Was für Dinge sagst du denn da alle? Alles. Ich glaube, im Vorab-Talk habe ich den Knut vielleicht ein bisschen stark geredet, um ein bisschen zu motivieren. Ja, weiß jetzt aber auch nicht mehr, was ich da gefaselt habe. Oder ich habe auf den Knut als Actionspieler gesetzt. Auf alle Fälle freue ich mich für den Knut, dass er da Quatsch gemacht hat. Ja. Das ist ein Spieler, der freut sich immer sehr, wenn er gute Hände macht.
Achtung, Achtung, es folgt ein Gruß an den Tisch von all-maria. Ah. Kommt ein Gruß rein aus Leverkusen. Ah, ja. All-Maria lebt. Genau. Hallo Alena! Hi. Gute Besserung! Ah, ja, gar nicht aus Leverkusen. Ja, genau. Von Alena. Ja. Das andere ist Lev. Lev Maria, oder? Ja. Schulzi Lev oder so. Oder der Schulzi Lev. Ah, ja. Der private Fanclub vom Vize. Man kommt durcheinander, wenn man so viele, wenn er so viele Fans hat. So, Vize eröffnet hier mit König 90 gebootet. Sieht man hier mit dem Call in der mittleren Position. Baumeister foldet auch. Titel ausfoldet. Und Cash and Barfold, das sind Suited-Karten. Okay, wundert mich. Das ist schon alles eher ein bisschen tight. Im Fieber waren. Ja, da war er ein bisschen angeschlagen. Hat einen Schal um. Ist jetzt keine Pokermaskerade. Beide treffen okay. Top-Pair. 1-10. Setzt direkt. Ja, Conti-Bet-Pizza. Ein Drittel Pot-Size. Was sagst du zur Größe? Ja, ist glaube ich. Glaube ich okay, wobei von vorne weg kann man vielleicht höher setzen, um gegen Flush Draws ein bisschen zu protecten. Mhm. So stark ja, ist wenn es ich aber so, so klein setze, würde ich eher am Turn dann nochmal ein bisschen größer setzen, wobei Flush Draw kommt ja an. 10 ist schon nicht die beste Karte im Deck. Der Buddy Goal hätte am Flop raisen können, wäre noch eine Option gewesen. Mhm. Da hätte er zumindest auch gewusst, wo er steht, ne? Ja. Ja, erste Runde, 2 Runden, 3 Schellen. Wieso sage ich denn Buddy Goal? Hitman natürlich. Entschuldigung. Ja, aber da findet er einen Call. Das ist halt auch so ein typischer Turnbet, wo du am River dann eh quasi nur noch einen halben oder Drittel Pot hinten dran hast und dann stehst du dumm da und weißt nicht, irgendwie, was du machen sollst, weil so wenig Geld hinten dran ist. Hast du immer noch keine Info. Die 2 ist natürlich eine Blank. Das stimmt alles. Und Call. Boah, aber das, Entscheidung. Das ist jetzt hier der Vize sich traut, All-In zu gehen und das aber da auch der Hitman dann Insta-Callt. Ja, ich glaube, Insta hat er nicht gecallt, hat so ein bisschen die Augen verdreht. Hat ihm schon nicht so geschmeckt, dem Hitman. Er nimmt 65 zurück, Rash geht das. Aber eben, da ist dann halt so wenig Geld noch hinten dran. Also dritte Pot. Also, musst halt callen. Und Vize ist ja auch jemand, wenn man mit dem schon ein paar Mal gespielt hat, der spielt ja dann auch gern mal diese gefährlichen Boards an von vorne. So Flush- und Straßenboards. Spekuliert da vielleicht auch ein bisschen drauf, dass der Gegner ihm da die gute Hand gibt. Und vielleicht jetzt auch, weil er ein bisschen im Brand ist und da die Queens verloren hat, ist er vielleicht auch ein bisschen motivierter, offensiver zu spielen. Kann natürlich auch immer so ein Ding sein. Ich gebe ihm immer die starken Hände. Meinst du als Spieler oder als Spieler? Als Spieler, wenn ich gegen ihn spiele. Gehst du immer davon aus, dass er die starke Hand hält? Ja. Ja. Muss man jetzt nicht unbedingt beim Vize. Merke ich jetzt gerade. Ja, muss ich mein Spiel auch nochmal optimieren, auf jeden Fall. So, jetzt aber nächste Hand. Buddy Goal endlich mal eröffnet hier mit King Jacks Suited. Dann mit dem Call mit seinem Suited Ass und Baumeister am Button. Baumeister spielt eh einzig gefühlt jede Hand am Button. 9-6 off ist jetzt auch. Kein Problem offensichtlich. Ja, der hat da schon eine sehr weite Range am Button, das stimmt, ja. Klarer Positionsspieler. 10-7 Offsuit im Big Blind, nachdem er gerade Junge 3 suited gefoldet hat im Small Blind, auch interessant. Ja, gut, er weiß ja, was kommt. Eben wird 3-7 auf jeden Fall schon mal.
wird belohnt für die schlechte Entscheidung. Sogar 10-7-7. Okay, er hat einfach zu laut gefloppt. Okay. Ja, kann man machen. Ja. War dann wohl die richtige Entscheidung. Alle checken. Check. So. Durchgecheckt, genau. Turn wird auch durchgecheckt. Flush Draw hier für ein Partikul. Der kommt an. Kommt auch an. Und die 8 macht dem Baumeister auch noch zusätzlich die Straße. Ach du Scheiße, ja. 6, 9 macht die Backdoor-Straße. Ja. Und da Flop und Turn nur gecheckt wurde, wird einer von beiden sicher callen. Also kannst du ja nicht ruhigen, wenn du da den Backdoor-Flush machst, musst du eigentlich immer raisen. Auch wenn jetzt hier einer von vorne anspielt, macht da auch hier der Buddy Goal. Orlin. Ja, was muss er denn effektiv Angst haben eigentlich vor nichts? Nee, 7-8 vielleicht, okay, aber. Das ist noch alles zu verletzen. Und Konfetti-Kanone töten. Und so ein Konfetti-Regel. Genau. Ach, Baumeister callt. Und Cache war natürlich auch sofort. Also, unfassbar. Der Tisch raunt und das ist natürlich eine Hand, die schmeckt dem Cash and Bar besonders gut. Also, Buddy Goal kann da gar nicht viel machen, finde ich. Ich würde da auch immer raisen. Da spielt ja jede 7 an und alles, was den Pot kaufen will, da muss man einfach Value generieren. Dass der Baumeister aber nach der Action dann noch den Call findet vom All-In. Ja. Das ist also ein typischer Karte. Würde ich zumindest mal kurz überlegen, der Baumeister hat doch überhaupt nicht überlegt, da hat er direkt quasi abgedrückt und gecallt. Hier legt sich Leute ein, um sie dann auszunehmen. Das weiß ich jetzt auch nicht. Melken. So, Buddy Goal zweimal, gell? Mhm. Wenn er den Buddy Goal hier ein bisschen loser einschätzt, okay, kann ich hier callen mit der Straße, aber. Sehe ich auch nicht so als Insta-Call. Würde ich mir zumindest mal Gedanken machen. Hat mich auch überrascht. Dass er da dann Insta callt. Vor allem, weil Buddy Goal jetzt auch eher kein Spieler ist, der jetzt hier mit einem mit einer 7 All-In gehen wird, mit einer blanken 7. Du hast auch einen, oder? Ja, aber ich dachte, ja, ist halt die Frage eben. Also, A, kennt der Baumeister den Buddy Goal überhaupt? Wahrscheinlich nicht. Ich glaube nicht, dass sie schon zusammen gespielt haben. Ja. Ah, jetzt geht Racer A7. Geht da mit A7 all in. Das sind halt so Fragen. Aber die hat er sich wohl beantwortet und hat gesagt, ja, mit der Straße ist er gut. Diese ging es nicht. Für Carlos natürlich abartig. Also, dass es dem so reinläuft, ist halt echt immer wieder unfassbar. Was erwartest du, wenn dauernd Dreifach-Straddles ist? Schon erstaunlich. Dann hast du 10 Big Blinds. Weiß ich. Zu dem Thema sage ich, glaube ich, einfach nichts mehr. Ja, das ist manchmal auch besser. Ja. Das gab es, glaube ich, auch noch nie, oder? In der ersten Runde. Ich gebe mein Bestes. Sag mal so, es gibt da unterschiedliche Meinungen, unterschiedliche Auffassungen von diesem Thema. Ja, allerdings. Ja. Konzentrieren wir uns doch. Genau. In der, Under the Gun, Hitman limmt, Vichy limmt und Knut nur mit so einem Min-Raise da, Junge 10 suited erhöht. Klaus dann auch nur callt mit Ass-Dame off. Eigentlich eine viel zu starke Hand. Und so kommt's, dass wir dann jetzt zu viert an den Flop gehen. Mhm. Und aus jeder Handkategorie, was dabei ist. Achtung, also, Achtung, es folgt ein wird auf alle Fälle treffen und connecten. PL74 Pocahontas. Isa. Ja, Pocahontas. Isa. Nicht am Tisch, Isa. Aber im Stream. Hast du meine Hand gesehen? Hast du meine Hand gesehen, Isa? Oh, fragt, ob die Hand hier gesehen wurde. Das okay. Ist natürlich jetzt ganz wichtig. Ja. So, Flop Ass 10-8, also tatsächlich, jeder hat was getroffen. Interessant. Jeder. Einfach genau jeder hat was getroffen. Erstaunlich. Klaus ergreift jetzt die Initiative und raised hier die Conti-Bet vom Knut.
Also an Knuts Stelle kann man da auch eine Conti-Bet mal rausfeuern, nachdem nix Preflop gegangen ist. Hat er immerhin getroffen. Und noch Backdoor Outs. Ja. Klaus jetzt mit dem Raise anstatt Preflop. Interessant. Ist natürlich gefährlich. Also Preflop kann er da einfach das ganze Geld mitnehmen. Und gegen 3 am Flop gefährlicher. Ja, kann ja durchaus schon eine Hand dabei sein, wie zum Beispiel ja, Dame Junge für einen Double Gutshot, Junge 9 für einen Open Ender, 2-Pair Ass 8, 10-8, kann durchaus definitiv mit drin sein. Deutlich gefährlicher natürlich, das jetzt so am Flop so anzuspielen. Aber er hat sich so entschieden und er hat jetzt keine so starken Hände gegen sich. Von dem her. In der Konstellation funktioniert es. Also spricht vielleicht auch dafür, dass eben kein Flush-Draw möglich ist und irgendwelche Combo-Draws. Und ist okay. Aber auf der anderen Seite, also eigentlich klare 3-Bet-Preflop nach der Action und dem Preflop, schwachen Preflop-Spiel der anderen, würde ich da auch immer mit einer 3-Bet einsteigen, allein schon um Initiative zu haben. So kann es weitergehen. Ja. Im letzten, im Season 1, Sascha, abgeleicht. Ja, so richtig dirty. So, muss jetzt aber gerade mal sagen, hast dich richtig schick gemacht mit deinem schwarzen Hemd. Echter Dealer. Ja, danke. Auch gut, dass du das eigentlich in so gut wie jeden Stream sagst. Fühle mich da auch einfach geehrt, ja, wenn das so positiv auffällt, aber besondere Anlässe bedürfen dann aber auch besonderen Outfit. Ja? Ja? Apropos Outfit. Ja, Kevin? Da haben wir ja was vor uns diese Woche am Samstag. Ist schon soweit, oder? Richtig, Samstag ist soweit. 10. Februar. Unser Fastnachts-Stream. Jetzt schauen wir mal ganz kurz, wie die Hand hier weiterläuft. Dann gehe ich da nochmal drauf ein. Ja. Klaus eröffnet hier mit 8-5 suited und Kados zeigt jetzt mal, wie man am Button Ace-Queen auf suit spielt. Gibt dem Klaus quasi direkt bei Nachhilfe Unterricht. In relativer Handstärke. Interessiert den Klaus aber überhaupt nicht. Der callt ja mit 8 hoch. Ist suited, muss man auch berücksichtigen. Klaus mit dem Treffer, donkt hier rein, Pot-Size, interessant. Kados macht das gleiche, was Klaus gemacht hat, auch direkt das Raise am Flop. Neues Jahr, alter Spruch. Ja, Klaus schmeißt weg. Also so kann man Ass-Dame auch spielen. Fast ähnliches Ergebnis, aber andere Herangehensweise. Ja, verwunderlich dann unterm Strich schon der Call jetzt vom Klaus. Preflop, wenn er dann einen Treffer hat, dann trotzdem einfach wegzuwerfen, finde ich jetzt persönlich auch zu schwach. Wenn er dann nur hofft, eine Straße zu floppen oder quasi Trip 5er, Trip 8er, wie auch immer. Oder was hofft er sonst, eine Flasche zu floppen? Ja. Passiert ja nicht so oft. Also wenn man dann wirklich so nur auf sowas hofft und dann keinen Plan B hat, bin ich persönlich eigentlich der Meinung, dass man dann die Hand einfach direkt vorm Flop schon entsorgen kann. Ja, also ich Achtung, hatte auch Achtung, das Bild, aber war kein richtiger Kevin Plan dahinter. Er hat leider kein Abo bei uns für das echte Großfeature. Ja, aber gut, Klaus hat so gespielt und den aus der vorherigen Hand jetzt einfach wieder weitergeleitet an den Spieler auf Platz 2. So, Cash and Bar ist aber weiter hier im Modus drin. Jetzt nicht Junge 3 suited, sondern Junge 5 suited. Packt die nächste 3-Bet aus. Wird jetzt aber direkt auf Gegenwehr stoßen. Pizza am Button mit den Doppelassen. Mhm. Schwarze Asse. Ja.
Okay, Fischi, kurz überlegt. Knut schon ein bisschen länger überlegt. Entsorgt aber auch seine Hand. Und Cash in Bar hat wieder einen Riecher. Hofft auf einen guten Flop, so wie es aussieht. Mit Junge 5. Das weiß ich alles schon gar nicht mehr, wie das gewesen ist. Wie man das alles vergisst. Ne? Ich glaube, dass jetzt einfach Jack Bad Fold geht, wenn ich es noch richtig im Kopf habe. Ist mir nicht gerade so eingefallen. Klar, aber ja, wenn man dann sieht, was Cash and Bar jetzt hier hat und wie viel jetzt der Vize auch bettet, gibt es natürlich keine Option mehr, dann weiterzuspielen die Hand. Carlos guckt sich zwar noch den Stack an, aber da passiert einfach nichts mehr. Keine Fold Equity, nix. Ja, Ja, vom Vize aber gut gespielt. Also auch Preflop nicht ganz so hoch zu drei Betten, finde ich gut. Hält den Gegner noch in der Hand, in Position ist er ja eh. Ja. Also baut genug Druck auf, finde ich gut jetzt hier vom Vize. Ja, ja. Auf dem Board machen ja viele auch den Fehler, einfach zu checken zum Beispiel, weil sie ihre Handstärke als sehr stark empfinden. So finde ich jetzt so ein typischer Anfängerfehler. Da jetzt dann zum Beispiel klein zu setzen oder gar nicht zu setzen. Board ist doch sehr ja, koordiniert und was repräsentiert ja viel. Also, sehr viele unterschiedliche Dinge. Und nicht nur Asse. Von dem her kriegt er dann manchmal auch einfach so einen den Gegner dann dazu, dann vielleicht All-In zu gehen mit einer schlechten Hand. Die man so ersetzt. Selbst der Carlos hat sich jetzt hier überlegt, kurz, ob er All-In gehen soll und versuchen soll, den Vize rauszudrücken. Ja, klar. Nichts. Da King, ja. Queen. Ja. Aber ist halt auch schwer. Das müsste alles dann Offsuit-Hände sein. Ob die Preflop dann immer dann callen. Ja. Man weiß es nicht. Cash and Bar auf alle Fälle direkt mit der nächsten Hand, mit dem nächsten Race. Die Suited-Karten haben es ihm angetan. 10-6 diesmal. Ja. Also ein Spieler, wenn er mal am Tisch sitzt, dann ist er ständig am Gaspedal. Dann wird auch belohnt hier mit Top Pair. Der Hitman aber auch. 2-10. Ja, Kraut gegen Rüben, ne? Mhm. Na, Hitman donkt hier rein. 3/4 Pot Size ungefähr. Wird aber auch schnell gecallt vom Cash and Bar. Schauen, was der Hitman weitermacht. Achtung, Achtung, es folgt ein Gruß an den Tisch von Ben-Utzmich 1990. Hm. Hallo ja, Benny. Gruß von Benny. Schön, dass du zuguckst. Hab ja gut, gesagt, Benny. Wir sind knapp um 8 Uhr sind wir online, der Holger und ich. Wie versprochen. Das okay. War sehr gut, da erinnere ich mich dran, dass ich dem Benny gefragt habe, ob wir Call of Duty spielen an dem Abend, habe ich ihm gesagt, ja, wir sind ab 8 online. Du und ich. Er zieht es gerade noch am Tisch. So, jetzt am River. Hat der Hitman noch River? Kommt alles an. Backdoor Flash kommt an, Straße kommt an, höheres Paar kommt an. Hitman setzt hier auch. Klein, ein Drittel Pot Size. Und Carlos hat eine Entscheidung. Fast eigentlich maximal auf den Split, oder? Was er da callen kann. Ja, also auf welchen geplatzten Draw will er ihn denn da setzen oder was oder wie? Also, ja. Man, jede 10 ist besser, wenn er vorher König 10, Dame 10 gehabt hat. Also das ist ein reiner Split-Pot-Call. Ja. Aber der kennt den Matze oder den Hitman natürlich auch schon lange und hat vielleicht auch einen Read auf ihn. Dass er nicht so stark ist, sonst wird er ja nicht callen. Der Tisch ist erstaunt. Ja, eigentlich null Reaktion am Tisch. Das einzige, Buddy Goal nickt kurz.
Den Rest erkennt jetzt einfach nicht, was die da zusammen spielen. Ja. Oh, geil. Good call, Carlos. Ja. Ah, immerhin der Dealer hat es auf dem Schirm. Hat es auf dem Schirm und kann es honorieren. Ist tatsächlich einfach ein sehr, sehr guter Call gewesen. Muss man so sagen. Also, da hat er natürlich alles mit einfließen lassen. Ah, da merkt man schon, dass ich ein bisschen Probleme habe mit den Karten. Ich glaube, da kommt heute auch noch was in dem Stream. Kann das sein? Naja. Da habe ich so ein bisschen Probleme, die Karte ineinander reinzustaufeln. Naja, gucken wir uns mal an, was da noch gleich passiert oder nicht passiert. Du bringst da ziemlich viel Kraft auf, das merkt man ja. So. Ja, auf jeden Fall nochmal zum Call zurück. Der war doch sehr Premium. Den macht auch fast keiner außer ihm. Ja. Ja, weil es auch keinen Grund gibt, diese Hände zu spielen. Deswegen macht den Call wahrscheinlich auch keiner. Ja, aber gut, klar. Ja. So, Baumeister straddelt wieder. Cashenbar hat wieder suited Karten und raised wieder. Also das ist echt Motto des Abends. Der raised 6 von 7 Händen. Fast schon Maniac-Style. Wundert mich, dass da keiner zurückspielt. Batigol hat ja eigentlich eine gute Hand, könnte direkt mal zurückspielen in Position, macht er aber auch nicht. Hat man eine gute Hand zum Zurückspielen? Das Zurückspielen macht, glaube ich, beim Carlos auch machen die nicht so gern, die Spieler. Habe ich schon gemerkt. Ja, macht keiner. Also Knut hier auch. Ja, zwei suited im Blind. Weil, auch... Schauen wir uns das kurz an. Achtung, Achtung. VPIP 8 von 11. 8 von 11. Ah ja, irgendwas. Okay. Das macht auch keiner so gern, weil natürlich der Carlos auch bekannt ist dafür, dass er, wenn man gegen ihn weiterspielt, dass er dann zumindest oft auch callt oder sogar nochmal drüber geht. Und gegen das will natürlich keiner spielen. Also die wollen ja dann am liebsten dann so typisch Flop gucken und ich hit was und dann kann ich den Carlos immer noch Geld aus der Tasche ziehen, aber der Carlos lässt es halt nicht so mit sich machen, ne? Knut, ja, ist richtig analysiert, ja. Also merke ich halt so, wenn ich Spiel beobachte, dass da gegen Carlos machen viele Spieler auch viele Fehler. Also sieht man jetzt halt an der Hand auch, ne? Also vier Spieler callen einfach das Pre-Flop Race. Eben einer hat getroffen und will dann den Pot gleich klar machen. Ja. Wird für Knut ja dann auch schwierig, wenn er auf dem Flop geraced oder all-in gestellt wird. Da hat er nur das blanke Ass ohne Kicker. Ja. Aber also mir aufgefallen ist, machen halt viele dann, wenn sie raisen, dann halt auch nur ein kleines Race. Und wenn in so einer Situation wirklich quasi übertrieben hohe 3-Bet wählst, ist der Carlos auch ein Kandidat, der dann gern mal weglegt. So mittelgroße 3-Bets callt er eigentlich immer, um dann am Flop oder am Turn noch gegenzuspielen. Aber man muss sie ihm teuer machen und man kann einfach oft auch den Pot gut mitnehmen, ne? Ja. Ich meine, jetzt in der Hand auch interessant. Ich weiß jetzt nicht, wie Carlos jetzt weitergespielt hätte, aber weil es ja auch recht viele Spieler waren und das Board jetzt auch nicht so gut war. Aber dass man dann mit so einem Treffer dann gleich anspielt, statt mal zum Preflop-Aggressor zu checken, war jetzt auch kein Fan davon, jetzt gerade bei der Bet vom Knut. Ja, war ihm vielleicht zu herzlastig. Oder war zu aufgeregt. Ja, kann ja auch Check-Raise spielen, wenn er von seiner Hand so überzeugt ist. So spielt er an und muss auf den Race folden. Ja. Bitte nicht. So mal das selber hinstellen. Gut, jetzt gucken wir mal, wie die Hand gespielt wird. Wir haben Doppelstraddle bei Cash and Bar. Pizza mit Ace Queen suited eröffnet hier. Ein Fischi am Button. Die junge 10 off. Der Billigheimer Zeug da zu verschenken. Hol ich ab für unseren Stream. Ja, Kräuter hier. Kann man machen. Und? Da habe ich übrigens auch 1,50 eingegeben und habe dann auf Call gedrückt. Das machte das Programm nicht. Vielleicht Netzteil. Oh, da kommt gerade die schlechte Nachricht, dass der PC abgeraucht ist. Geht gar nicht mehr an, oder? Wird aber trotzdem einfach weitergespielt am Tisch.
Gibt keine Unterbrechung und nix. Juckt ja auch keinen. Noch nicht mal den PC-Eigentümer. Also bin ich schon dran, sorry, schon. Ja. Nee. Bitte. Der schöne Hand. So, also Cash and Bar Called hier. So, was hat er gesagt? So ist halt im Pokergewerbe, hat er gesagt. Ja. Das war es alles. Das war alles. Das war seine ganze Regung. Das nehmen wir auch gar nicht auf, oder? Okay, der Flop ist interessant. So, Ace Queen 8. Also für jeden was dabei eigentlich. Viel für den Vize auf jeden Fall. Der setzt auch viel. 94 der Pot, 325 die Bett. Spannend, was der Fischi draus macht. Schokolade. Verdreht die Augen auf alle Fälle. Wir stoßen an die Kapazitäten. Er foldet. Das ist ja auch krass. Okay. Das ist ein Bar mit der 8. Gut, kann man folden jetzt natürlich. Aber an Fischis Stelle. Ja, ich glaube, er gibt sich dann halt auch vielleicht nicht mehr so viele. Vielleicht auch nicht so viele Cleaner Outs, weil er zwei Herz lagen. Und vielleicht auch vom Stack, Bett und Stack-Verhältnis vielleicht dann auch zu wenig hinten dran, dass er sagt, es lohnt sich jetzt, die Straße aufzugabeln. Ja, muss wohl so sein. Ja, also kann man folden, klar, logisch, kann man auch weiterspielen. Aber ja, viel besser wird er oder ja, auch nicht floppen mit junge 10. Floppst du entweder einen Open-Ender oder vielleicht einen Two-Pair oder irgendwas. Also, das sind ja schon eigentlich die besseren Boards, ne, die du dann treffen kannst mit so einer Hand. Okay, aber es geht wieder weiter, wieder mit Ace Queen. Also das scheint jetzt die Hand der ersten Stunde zu sein. Aber was machen wir jetzt? Gehst du einfach oder was? Ich mache jetzt mal ein PC auf, guck mal, ob ich irgendwas sehe, irgendwas abkauft, oder ob es riecht, ob ich was dran ist, ob ich heiß oder irgendwas. Ja, ich würde kurz das Hemd ist übrigens auch schön ist. Eng. Ja, die Größe ist passend. Jetzt die angegossen. Wahrscheinlich ein Mainboard, ein neues, ja, halt ein gescheites Rechner, oder? Okay. Also Vize hat eröffnet hier diese Hand. Fischi mit dem Call mit 10-5 Offsuit. Was ist denn das für ein Call? Und Baumeister hier mit der 3-Bet. Wird gecallt von Vize und Fischi schmeißt jetzt weg auf die 3-Bet. Warum hat der denn überhaupt gecallt, die 35? Sollen wir jetzt holen, oder was? Also, das macht ja auch wenig Sinn. Oder so, zwei Spieler am Flop. Und Baumeister mit der Initiative. Schauen wir mal, ob er hier die Geschichte weitererzählt. Nee, Fischi hat. Hat Fischi gefoldet, oder? Fischi hat gefoldet, ja, auf die 3-Bet. 10-5 off. Ja. Die Frage, warum er überhaupt 10-5 off gecallt hat. Ach so, ja, ja, ja. Die erste Bet, das erste Race. Kommentar macht das doch nur den halben Spaß. Jetzt mal nachkommentieren. Ja, da wird es gerade erwähnt, PC abgeraucht und das wird natürlich nachkommentiert. Also Baumeister hier mit der Conti-Bet als 3-Better. Genau vor einem Monat war das übrigens. Ah ja. Ja, 6.1. Beste Hand. Ich sag nur, beste Hand. Bei König's Dream. Ah ja. So, Baumeister erzählt die Geschichte weiter. Der meint's ernst? Ja. Hat fast Pot-Size gesetzt, aber ja, Vize interessiert es nicht, Pot-Size oder nicht Pot-Size. Bett ist Bett und geht einfach mit. Ja. Jetzt hat er auch noch die Straße gemacht am River, jetzt kann er sich auch sicher sein, dass er vorne ist. Mal gucken, was der Baumeister noch aus dem Hut zaubert. Hut hat er ja tatsächlich auf. Ja, tatsächlich, ja. Kann man WhatsApp-Status auch wieder löschen? Hat ja eigentlich nur eine Option jetzt hier am River. All-in oder Fold? Check. All-in.
Und da kommt die schlechte Nachricht, der Baumeister läuft da gegen die Wand mit der 7-2. Schade eigentlich. Hätte ich gern gesehen, dass der Baumeister hier am River All-In stellt. Eigentlich auch eine gute Karte zum Blöffen. Ne? Wenn der Gegner nur irgendwie Ass 5 hält oder irgendwas, ist der River schon sehr eklig. Ja, oder Two-Pair, ne? Ass 10 oder wie auch immer. Gar nicht so schlecht die Karte zum Blöffen. Wird es auch eklig. Sicherung drin. Von der Küche. Aber gut. Ich meine, der hat sich ja wahrscheinlich dann auch schon gedacht, was callt denn der Vize da am Flop? Die Pot-Size-Bet, ne, am Turn war das, gell, die 5, ja. Ja, war die Turn-Bet. Genau. Scheiße, man hat Zuschauer da wahrscheinlich, ne? So, die Spieler sind aber weiter motiviert und straddeln weiter. Ja, sehr gut, sehr gut. Kurz vor viel Gemüse unterwegs hier in der Hand. Ja, den ersten Orbit hast du noch gut Hände verteilt. Jetzt ist mal so eine kurze Delle drin. Aber das lässt ja auch dann Spielraum für die Spieler, wenn die ja mal ihre Poker-Kreativität ausleben. Wie der Klaus zum Beispiel hier einfach, wenn wir 5 callen, Cashin Bar, 2 zum Callen, 4 zu 6, 7 callen. Also ein Kessel buntes, 6 Spieler am Flop. Ja, wir haben jetzt leider keine Stats, aber ich würde behaupten, dass wahrscheinlich hier viele Spieler einfach zu viele Hände auch wieder gespielt haben. Was heißt zu viele? Die haben halt Lust gehabt, Hände zu spielen, sagen wir es mal so. Ja. Ja, gut auch. Der trifft hier die Trips. Spielt an. Full House hat er. Ah, Full House sogar. Richtig. Korrekt. Aber. Will er aufzeigen. Ja, will er zeigen. Aber keiner hat halt getroffen. Also gut, ich habe jetzt gerade nur die Trips gesehen aus dem Augenwinkel. Aber das wäre dann eigentlich viel zu stark gegen 6 Leute. Der sollte dann mal aussehen, was getroffen haben. Also da gibt es ja dann nur ein anderes Ass, was ihn callen kann. Ja, oder die letzte 9. Und das ist halt sehr unrealistisch, dass jemand die Hand hat. Ich glaube, ich auch erstmal. Wie vorhin auch schon. Möglichkeit zu geben, ja. Mhm. Ja, wie vorhin auch schon in der Hand gegen Carlos, wo er ein bisschen zu verfrüht reinbettet und Carlos da unter Druck bringt. Ja, ich glaube, der Knut ist ja so ein emotionaler Spieler. Ist dann so on fire oder freut sich so über die Hand, dass er dann gleich eine Aktion machen muss. Dem geht da so ein bisschen die Ruhe ab. Ja. Rechner ist auf jeden Fall ein dominierendes Thema. Ja, zu dem Zeitpunkt. Aber das haben wir ja mittlerweile gefixt. Rechner läuft ja wieder. Unser Stream-Projekt ist ja da. Am Laufen. Der war schuld, meinst du? Geht weiter, natürlich. Ja, das ist natürlich. Ja, gut, okay. Das sind 6 Jahre wie 18 Jahre. So, diesmal eröffnet Baumeister hier die Runde mit Ass 10 suited. Cash and Bar im Small Blind mit 2-3 suited. Also, der hat schon eine außergewöhnliche außergewöhnliche Handselektion heute. Einfach jede Hand, die 2 oder höher ist. Ja, bei ihm merkt man halt auch, dass er recht wenig zu spielen kommt im Stream und ich glaube, er hat da einfach Bock. Kann man das so sagen? Das kann man so sagen, ja. Ja. Was soll er denn jetzt da die 40 Hände folden, die man dann so spielt im Stream? Ja. Da spiele ich einfach jede möglichst erdenkliche Hand und die anderen sind auch nicht besser, offensichtlich. Knut hier mit 6 hoch, immerhin Flush-Draw. Spiel mal an. Baumeister verpasst. Ich
Schon wieder verschossen. Keiner will mit mir spielen. Ja, gut, hat sich hier den Respekt verdient. Vielleicht doch nicht so schlecht, dann auch mal eine starke Hand zu zeigen. Und signalisiert er den Tisch, wenn er anspielt, hat er getroffen. Ja. Funktioniert er hier. Die 9 wandert im Mack. Beste Hand foldet. Und Knut macht mit 6 hoch den Post, den Pott klar. Nice Hand an der Stelle. Die Bet ist halt auch wieder viel besser als jetzt die anderen Bets, wo er halt das Monster hat. Ne? Also eine Bet, wo er jetzt halt kein Monster hat, sondern gar nicht weiß, ob sich die Hand überhaupt irgendwie rentiert oder zusammenkristallisiert, ist halt viel besser anzuspielen als jetzt eine Made Hand, die halt schon fast unschlagbar ist, wie jetzt vorhin das Full House. So, da sieht man's. Jetzt ist kaputt gegangen, ja. Jetzt ist kaputt, Kevin. Also, deine Vermutung, Befürchtung hat sich bewahrheitet. Kevin hat die erste Karte geschrottet von unserem RFID-Deck. Chargeoklad, nach 3 Jahren gibt das erste Deck auf. Aber wie halt in einem guten Beam kommt dann gleich hier das kleine Helferlein und hat direkt ein neues Karteck am Start. Norman ist sofort da und rettet die Situation. Ja, das kaputte Deck liegt jetzt bei mir hier zu Hause, bei mir auf dem Tisch. Aber gute Nachricht, da liegen schon 2 neue Decks unten drunter. Die sind gekommen die Woche, das heißt, beziehungsweise letzte Woche. Das heißt, wir können jetzt am kommenden Stream mit brandneuen Karten einsteigen. Perfekt. Wer wird denn dealen am Samstag? Was ist denn am Samstag genau? Wir sind ja vorhin unterbrochen worden durch Poker. Du hast uns unterbrochen. Ja, jetzt schon wieder die nächste Hand. Wir haben eigentlich gesagt, wir reden nur zwischen den Händen und nicht während der Hand. Aber ja, am Samstag, der 10. Februar, ist unser Fastnacht-Stream. Samstagabend, 20.30 Uhr. Full Ring, so wie in der Runde, wird gespielt. 8 Spieler, einer dealt. Ich gehe davon aus, dass der Cash and Bar dealen wird. So war zumindest der letzte Stand der Dinge. Und ja, passt nach Stream. Volle Action. Ich glaube, cooles Line-Up haben wir. Und hoffentlich auch viele Verkleidungen. Schauen wir mal, ob die Spieler sich ein bisschen in Schale werfen. Das wäre ja zu wünschen. Wäre zu wünschen. Ich werde das Ganze wieder moderieren. Und ich habe schon für mein Outfit gesorgt, sage ich jetzt mal. Du hast ein Outfit. Ich habe mein Outfit für den Pokerstream. Ja. Da bin ich ja mal gespannt. Sag zumindest die E-Mail mit der Amazon-Zustellbenachrichtigung. Wahrscheinlich liegt es draußen vor der Tür auf der Straße. Ich müsste es mal holen. Hast du die jetzt gerade bekommen, während wir hier aufnehmen? Ja. Dann verabschiede dich doch mal innerlich schon mal von dem Paket. Was hast du gekauft? So ein Tiger-Löwen-Kostüm, irgendwas. Gestern im Kinderturn hat auch ein Kind so ein Löwen-Kostüm angehabt. Ja, da bin ich gar nicht drauf gekommen, aber das wäre eine gute Idee gewesen, ja. Ich bin noch so eine Stupsnase gemalt und noch so ein paar Katzenbarthärchen und wäre als Poker-Tiger gegangen, ja. Ja, vielleicht muss ich nochmal bestellen. Die Luisa war auf jeden Fall gestern ganz erstaunt, als sie den Löwen gesehen hat. Aha. Freudig erstaunt oder ja, sie ist schon da gestanden. Sie ist schon da gestanden mit offenem Mund. Ein Löwe. Ah, sehr gut. Sehr witzig. Ja, die wunderbare Welt der Kinder. Sehr gut. Ja. Ja. Ja, in der Hand ging nichts, haben wir nichts verpasst. Guck, es ist jetzt besser gewesen, sich mal kurz um den Stream zu kümmern vom kommenden Samstag. Ja, da hast du recht. Wird eigentlich die Folge grundsätzlich hochgeladen bevor vor Samstag? Die wir jetzt gerade hier moderieren? Ja. Ja, also weil wenn das gar nicht der Fall ist, dann haben wir jetzt quasi rückwirkend Werbung gemacht für den Samstagstream. Doch, die lade ich jetzt hoch. Also ich hoffe, dass jetzt die Aufnahme funktioniert und gut wird, nach den technischen Schwierigkeiten, die ich heute Morgen hatte. Und dann wird es direkt hochgeladen. Jetzt holen sie für 10 Cent. Jetzt geht's ab. Jetzt kommt.
meine Zeit, wo ich meine Hände mache. So, wir haben ja jetzt auch wie bei der dritten Episode, also die danach gespielt wurde, aber schon online ist, auch jetzt hier vor, das in drei Teile zu splitten, a 20 Hände. Kann ich ja jetzt schon mal teasern, dass 60 Hände insgesamt gespielt wurden in der Episode. Und das heißt, nach 20 Händen machen wir hier wieder einen kurzen Cut und dann starten wir mit dem Part 2. Klingt gut, finde ich gut. Das neue Vorgehen von euch. Da hat man dann immer so eine Stunde, die man so angucken kann. Und dann ja, man könnte es fast noch kürzer machen. Ja. Ruhig auch so Richtung 40 Minuten. Dafür müssten wir aber dann, was ich jetzt hoffentlich relativ bald hinkriege, mehr mit diesen Einblendungen machen und Zwischenständen und so, dass wir nochmal ein bisschen mehr strukturieren für die Darbietung. Dann wäre ich schon schwer dafür, das auf so eine halbe Stunde, 40 Minuten runterzufahren. Weil es dann, glaube ich, besser ist zum Angucken. So, alle drei noch dabei? Aber das ist mal so ein bisschen Zukunftsmusik. Ja. Mal so aus dem Nähkästchen geplaudert. Ja, ja. In der Hand aus dem Nähkästchen geplaudert. Habe ich auch gerade die Action so ein bisschen verpasst. Ich glaube, Cash and Bar mit 2 Pair. Und ja, Hier schon ordentlicher Pot hier, fast mit 100 Big Blinds. Klausowitsch hatte den Flop gebettet mit dem Open Ender. Dann hat er zum Turn eingestellt. Cash and Bar und Buddy Ghoul hatten am Flop noch gecallt. Und ja, bis zum River wird das durchgecheckt. Turn and River. Und da Carlos 2-Pair gemacht hat am Turn, nimmt er den Pot jetzt hier mit. Easy. Ja, hatte eh die beste Hand von Anfang an. Ja. Also zu Recht. Einfaches Poker dann für Cash and Bar. Hatte nur Chancen gegen sich. Ja. Chancen, die nicht ankamen. Ja, und zeitmäßig kann ich vielleicht auch noch mal ganz kurz sagen an der Stelle, sind wir ganz gut unterwegs, oder du als Diener, 17 Hände gespielt, das heißt Stundenschnitt, Stundenmittel von 20 Händen pro Stunde, also gute Durchschnittsgeschwindigkeit, hat sich auch mittlerweile so als unser Standard rausgestellt, plus minus 20 Hände die Stunde. Top Job mal wieder. Trotz kurzen Breaks und so, ja. Wobei die Breaks waren alle überschaubar. Aber was mir jetzt aufgefallen ist in der ersten Stunde, die jetzt dann gleich rum ist, glaube ich, oder? Mhm. Ist, dass auf jeden Fall hier wahnsinnig viele Hände gespielt wurden. Und also auch bis zum River durchgespielt wurden. Das kostet natürlich auch mal viel Zeit. Ja, aber trotzdem auch meistens keine langen Entscheidungen. Nee. Ich bin ja nicht am Tisch. Ja, als Spieler nicht, ja. Das macht dann auch nochmal was aus. Wobei ich auch immer wieder mal mir die Zeit nehme, zu überlegen, was viele Spieler nicht tun. Ja. Kann ich auch immer nur wieder anregen, sich dann nochmal bei jeder Entscheidung kurz den Ablauf durch den Kopf gehen zu lassen. Ja, nicht verboten. Nicht verboten, ist Teil des Spiels. Hat schon Zeit, genau. Als Assi. So, Cash and Bar mal wieder als Preflop Aggressor. Jetzt mal mit 6-2, also klar ja, besser als 2-3 vorhin. Immerhin. Gibt wieder 3 Corner. Es soll ja auch Spieler geben, die mit Kings Preflop überlegen, ob sie callen. Ja, je nach Konstellation kann man das machen. All-in, ja. Ja, ja, das, sowas tue ich jetzt nicht, ja. So, hier gibt es für Hitman offensichtlich keine Überlegung. Der hat hier das Overpair. Spielt direkt an. 1,50. Also finde ich gut anzuspielen, nur würde ich, glaube ich, direkt höher anspielen. Ja, ja. Kann man schon fast kriegen. Gibt ja auch das Flush Draw. Ja, eben. Kriegt ja auch dementsprechend hier einen losen Call. Dann natürlich am Turn die Katastrophe nochmal. Am Turn die Katastrophe zu checken. Wenn wenig Strom anlegt, kann trotzdem noch die LEDs leuchten. Von Cash and Bar sofort ausgenutzt und als Schwäche interpretiert. 12 Volt 5, 3 doch auch. Ja, der erkennt die Schwäche, ne? Also wenn der Spieler jetzt zulässt, also sich entblößt sozusagen, dann Carlos der hat eine Spürnase für sowas, ja. Der merkt das und
Ja, das ist ja auch offensichtlich. Also wenn die Flopbet schon so zu klein geraten ist und dann der Turn schnell gecheckt wird, dann ist er seltenst dann eine wirklich starke Hand dahinter. Also da lohnt es sich auf alle Fälle immer mal mit einer Bet reinzulinsen, ob man den Pot vielleicht nicht einfach kaufen kann. Haben wir den virtuellen Stormy oder nicht? Einer? Ist der nicht mein? Hadert auch. Ist ein Live. Ja, aber welche Hand gibt er denn dem Carlos jetzt hier? Ich meine, Wie live? Ja, vielleicht 9er, 10er Jungen, also wirklich halt ein stärkeres Pärchen. Oder tatsächlich jetzt die Dame als einzelne Overcard, aber dann müsste Carlos ja Ace Queen, King Queen oder sowas gecallt haben. Mit Flush Draw halt vielleicht, ja. Ja, mit Flush Draw. Da kriegt er den Bluff um die Ohren gehauen und ist sichtlich unzufrieden. Ja. Man hört das, wenn ich so mache, oder? Wenn ich hier sitze. Ja, die Ente hört man. Sehr gut. Passt jetzt hier sehr gut rein. Ja, also gut gespielt hier von Cash and Bar. Er kennt hier richtig die Schwäche und Hitman ist 6 hoch. Mehr als unzufrieden über den Handverlauf. Der Tisch nimmt es wieder schweigend zur Kenntnis. Ja, kennt auch direkt einer. Naja, es war gefühlt eine sehr ruhige Runde. Sieht sie auch sehr, sehr weit weg vom Tisch, nimmt quasi gar nicht teil. Guckt lieber, ich glaube, Werbung liegt gerade im Hintergrund. Ist mir schon aufgefallen, auch letztes Mal beim Handball war der Vize einfach nicht am Table. Ja. Der lässt sich doch recht leicht beeinflussen von solchen Nebensächlichkeiten. Spielt ja auch oft gern mal so. Ja, der spielt ja auch gern mal so am Handy irgendwelche Wort. Wie sagt man? Quiz-Spiele? Diese Wortspiele. Ja? Quiz-Spiele? Ja, genau, Quizspiel spielt er, genau, aber auch dieses Wortdings-Kreierungsspiel, wo man dann Buchstaben hat und man muss verschiedene Wörter, möglichst viele Wörter aus dem Buchstaben kreieren. Das spielt er auch ganz gern. Oh, jetzt haben wir gerade eine interessante Hand verpasst, oder die Action? Oh ja. Ja, dreifach Splat, Buddy Goal direkt hier mit dem Open Race auf 3-10, das war endlich mal vernünftig, mit Junge 10. Okay. Der hat endlich mal eine Starthand gehabt und macht sofort Preflop den Pot klar. Also so einfach ist es. Also ist auch ein tighter Spieler, Buddy Goal hat das Image, aber also bei diesen ganzen Strats, da muss man einfach halt mal zugreifen, mal mit der Hand in den Stack rein und dann mal was in die Mitte legen, damit was passiert. Ja. Ja. Also nicht nur so ein paar Staubkörner da, so ein paar Brotkrumen. Da muss man schon mal die Setzgröße anpassen. Bedarfsgerecht setzen. Ja. Sag ich mal. Bet Sizing ist ja sowieso so dein Lieblingsthema bei uns in der Runde. Ja, Bet Sizing und nicht Bad Sizing. Ja. Da werde ich noch mal ein paar Wortwitze zum Besten geben, ja. 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 Stark. Ja. Gut, nächste Chance für die Spieler. Vize jetzt eigentlich mit einer super Starthand. Direkt zum Eröffnen macht er auch 1,50 und Buddy Goal wird belohnt für sein Race gerade eben. Gucken wir mal, ob er eine 3-Bet auspackt oder hier nur Sneaky Called. 4,60. Auch gute Größe. Ja, die Runden waren auch nicht schlecht. Ja, gibt so Spieler wie Cash and Bar hier gar nicht die Chance zu callen, die 3-Bet. Und greift einfach wieder das ganze Geld ab. Bad Money. Easy. Ja, also Poker muss man manchmal gar nicht so viel Action machen oder so viel Klimbim. Kann man auch manchmal simpel spielen, gerade bei so passiven Tischen oder Line-Ups wie jetzt dem, wo es eigentlich nur einen Spieler gibt, ein Cash and Bar. Gut, ein Baumeister noch am Button, aber grundsätzlich doch eher so eine passive Limp-Stimmung ist doch schon irgendwie festzumachen oder auszumachen. Ja.
Merkt man ja schon am Table Talk, der ist auch schon eher passiv. Oha, also, da sind wir fertig, Kevin. Replay 1 ist fertig. Ich mache jetzt mal ganz kurz einen Unterbruch und dann geht's weiter mit Part 2. Perfekt, dann bis später. YouTube, bis später, Holger. Bis später, Peter.